So, liebe Manuela Rottmann, schön, dass Sie da sind. Ja. Der zuständige Minister für Ernährung, Landwirtschaft hat ja eine Bilderbuchkarriere im letzten Jahr hingelegt. Es war ja nicht so, dass Landwirtschaftsministerin oder Minister immer so ganz weit oben waren, aber er ist in den Umfragen wirklich weit oben. Woran liegt das? Was ist das Geheimnis seines Erfolges? Wahrscheinlich gute Ernährung, würde ich sagen. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, ein ganz gutes Gefühl dafür, dass das Ressort, das wir verantworten dürfen, kein technisches ist, sondern eins, wo es ganz viel um Gefühle, um Selbstbestimmung, um Wertschätzung, um Liebe geht. Das, was die jungen Leute gerade angesprochen haben. Und dass wir nur damit was verändern können. Ich finde das eine wirklich schöne Neuinterpretation des Landwirtschaftsministeriums. Ja? Liebe, Zuwendung, Wertschätzung, da wollen wir hin. Schön, dass Sie da sind, die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Manuela Rottmann. Herzlich willkommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident Zöllig. Ich sehe viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, sehr geehrte Damen und Herren. Als erstes will ich mich einmal dafür bedanken und meiner Erleichterung Ausdruck verleihen, dass wir uns wiedersehen. Ich habe Jahre hinter mir, Frau Inselkammer weiß es, schwere Jahre, die ich mit Ihnen zusammen durchlitten habe, wo wir viel telefoniert haben und uns nicht sehen konnten und viele Sorgen geteilt haben. Und dass wir heute alle wieder zusammenkommen, ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, was uns allen gut tut. Und ganz ehrlich, ich bin auch wirklich froh, also ich koche so mäßig, ganz okay, aber ich bin wirklich auch froh, dass ich wieder bei Ihnen zu Gast sein darf. Es hat mir lange gefehlt. Ich möchte etwas aufgreifen, was uns die jungen Leute, die Landesmeisterinnen und Landesmeister mitgegeben haben, nämlich nochmal den Begriff Wertschätzung und Liebe. Und das ist auch eine Verbindung zu diesem schönen Projekt der Miniköche, was wir gerade festgestellt haben. Wie entsteht Wertschätzung und wie entsteht Liebe zu dem, was ich tue? Durch Erfahrung. Dadurch, dass ich erfahre, wie toll es ist, wenn ich selbst kochen kann. Dadurch, dass ich erfahre, welche Kreativität in der Gastronomie möglich ist. Dadurch, dass ich erfahre, auch was ist der Unterschied, das würde ich jetzt mal auf mich beziehen, zwischen gutem Service und Kellnern, was ich gemacht habe, das ist ein großer Unterschied. Und dadurch, dass ich erfahre, dass, und das ist etwas, was mir nicht so gut gefällt an unserem Ministerium, wir heißen tatsächlich Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Aber das, was in der Gastronomie, in den Hotels stattfindet, das ist nicht Ernährung. Da ist Ernährung der allerkleinste Teil. Der wichtigste Teil sind ganz andere Dinge. Sind Dinge wie Zusammenkommen, sind Dinge wie Genuss, sind Dinge wie Qualität erfahren, spüren, schmecken, erlernen, sind auch Fragen, sich zu befassen, was steht auf einer Karte, warum steht es da, hat jemand Produkte aus der Region, achtet jemand auf die Haltung der Tiere, von denen er das Fleisch verarbeitet, wie verarbeitet er das Fleisch? Und da gibt es große, große Unterschiede und Hotels und die Gastronomie sind der Ort, an dem man sie erfahren kann. Was wir versuchen, ist, Ernährung nicht als einen technischen Vorgang zu begreifen. Ich glaube, dann haben wir schon verloren. In Deutschland ernähren sich über 80 Millionen Menschen, aber manche ernähren sich halt auch leider nur und das ist nicht so gut am Ende. Es macht sie nicht zufrieden, es ist nicht gut für die Gemeinschaft, wenn man alleine ist und wenn man auch nur Tüten aufmacht und das in den Topf kippt, dann hat man sich ernährt, aber man hat ganz, ganz viel verpasst. Gastronominnen und Gastronomen sind Vermittler guter Ernährung und sie sind oft auch eine wichtige Schnittstelle in einer Region, eine wichtige Schnittstelle zu den regionalen Lieferantinnen und Lieferanten, diejenigen, die zum Beispiel auch vermitteln, die regionalen Besonderheiten, ob es eine Weinregion ist oder ob es eine Region ist, die andere landwirtschaftliche Besonderheiten hervorbringt. Die Gastronomie ist oft der Ort, die diese Schätze entdeckt und die sie auch vermittelt an die Gesellschaft. Wertschätzung und Liebe war das Stichwort. Und Wertschätzung bedeutet auch,
dass Verbraucherinnen und Verbraucher oder bei Ihnen, Sie nennen sie Gäste, diejenigen, die zu Ihnen kommen, das schätzen können, was Sie leisten. Und auch das erfordert Erfahrung. Wenn ich selber nie gekocht habe, dann weiß ich gar nicht, was es bedeutet, auf hohem Niveau zu kochen. Wenn ich selber kein Gefühl dafür habe, wie aufwendig es ist, Lebensmittel in guter Qualität herzustellen, dann kann ich diese Wertschätzung nicht leisten. Dann bin ich entfremdet von diesem Produkt und von dem, was ich da konsumiere. Und damit will ich Ihnen klarmachen, dass wir versuchen, nicht nur ein Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft zu sein, sondern dass wir uns auf den Weg machen wollen, ein Ministerium für Genuss, für Kulinarik, für regionale Wertschöpfung, für Wertschätzung und für Liebe, für das, was wir konsumieren, was unser täglich Brot ist, zu werden. Wir setzen dabei ganz stark auf Sie als Partnerinnen und Partner. Und wir haben die Miniköche gesehen. Die Miniköche haben den ersten Schritt gemacht. Selbst wenn sie nicht wie die jungen Landessiegerinnen und Landessieger selbst in die Gastronomie gehen, dann werden sie zumindest wertschätzende Gäste sein in der Gastronomie, weil sie etwas gelernt haben. Und ich glaube, unsere jungen Leute in der Gastronomie zeigen uns auch den Weg, wie wir überhaupt diese Herausforderung Fachkräftemangel bewältigen können, indem wir uns konzentrieren auf das, was besonders ist. Es gibt ja nicht nur die Haushalte, in denen nicht gekocht wird, sondern es gibt auch, ich sag mal, Lehrlinge, die lernen vielleicht nicht so viel mehr als Cook and Chill. Ja? Also die können das, was eigentlich diesen Beruf ausmacht, Kreativität, Verbindung mit den Produkten, Wissen über diese Produkte, vielleicht in ihrem beruflichen Alltag gar nicht ausleben. Die gute Nachricht ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die von der Kantine über die Schulverpflegung bis in die hohe Gastronomie sich etwas anderes wünschen. Keine austauschbaren Produkte, sondern besondere Produkte. Unterschiede in dem, was sie zu sich nehmen. Kein Standardessen mehr. Und das wollen wir unterstützen und fördern. Und das bedeutet auch, dass diejenigen, die in der Gastronomie arbeiten, ob es die Betriebskantine ist oder ob es das Top-Hotel ist, dieser Beruf, das, was ihn ausmacht, nämlich die eigene Gestaltungskraft, die eigenen Ideen, die eigene Liebe zu dem, was man tut, dass das wieder Platz bekommt in der Gastronomie, in der Hotellerie, und dann wird diese Branche eine große Zukunft haben. Ich will einen letzten Punkt nennen, den man oft nicht mit Gastronomie verbindet, aber an den ich ganz fest glaube. Ich habe ja einen ländlichen Wahlkreis, ich komme aus einer Wein- und Biergegend. Ich glaube, dass Gastronomie auch eine Grundlage für Demokratie ist. Es ist vielleicht ein bekloppter Gedanke, aber Sie kennen das Wort Stammtischniveau. Und ich finde ehrlich gesagt, ein Stammtischniveau ist mir noch lieber, als wenn es gar keinen Stammtisch mehr gibt. Weil wenn wir alle zu Hause vor unserem Flachbildschirm verdummen, dann wird es auch unsere Kraft zu diskutieren, uns auszutauschen, Argumente auszutauschen, belasten. Und deswegen ist die Zukunft der Gastronomie auch eine Frage der Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Gemeinsamkeit. Unseres Vermögens, uns in einem Lokal an einen Tisch zu setzen, wo wir niemanden kennen, und ein Gespräch anzufangen. Das ist der Anfang von Demokratie. Wir werden viele Initiativen ergreifen, um unseren Beitrag dazu zu leisten, dass aus Ernährung Genuss, Gemeinschaft, Liebe und Wertschätzung wird. Ich danke Ihnen sehr. Aus dem neuen Ministerium für Liebe, ja. Für Liebe zur Region, Liebe zum Kochen. Ich finde das einen schönen Ansatz, Liebe zum Tier. Es ist ja kein Geheimnis, Manuela Rottmann ist bei dieser Grünpartei, die hier bei Ihnen sich vielleicht noch nicht ganz so eine Fanbase erspielt hat. Aber eines finde ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht mal, wann es war, aber inzwischen ist es Gegenstand der politischen Wissenschaften. Und zwar, was ist damals mit diesem Veggie Day passiert? Ja. Total irre, ne? Ich glaube, es war Renate Künast, die das irgendwo mal ins Gespräch brachte. Es gab eine riesen Aufregung, so Zwangsvegetarismus, und inzwischen völlig normal. Ja.
Also habt ihr das bei den Grünen mal überlegt? Was ist da passiert? War das Pech? Sind die alle doof da draußen im Land? Oder habt ihr einen Fehler gemacht? Also ich bin ja wirklich schon so alt, dass ich mich daran noch erinnern kann. Ich glaube, die jungen Leute, die heute ausgezeichnet wurden, wissen gar nicht mehr, was das für eine Debatte war und fänden sie wahrscheinlich auch verrückt, wenn man es ihnen noch mal erzählen würde. Ich habe das schon, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil es wirklich jetzt selbstverständlich ist und kein großes Thema mehr ist. Und ich ehrlich gesagt, ein bisschen kann ich es verstehen. Ernährung ist auch etwas sehr Persönliches. Und natürlich gibt es da so einen Punkt, boah, also wenn die mir da jetzt auch noch reinquatschen, ne, irgendwie dann reicht's. Also wie Kretschmann mit dem Waschlappen. Naja, das war ja auch nur eine Anregung, würde ich jetzt sagen. Kein Waschlappentag, aber es war eine Anregung. Aber worum es eigentlich geht, ist Wahlfreiheit zu ermöglichen. Es ist eigentlich mehr Freiheit. Dazu gehört auch Erfahrung. Ich kann überhaupt nur auswählen, wenn ich unterschiedliche Erfahrungen mache. Wenn ich nur zum Bratwurststand gehe, dann wird meine Auswahlmöglichkeit, mein Auswahltalent sehr, sehr gering bleiben. Und ich glaube, da sind wir einen ganz großen Schritt weiter, dass es um bessere Wahlmöglichkeiten geht. Meine Damen und Herren, das Ministerium für Liebe und Wahlmöglichkeiten, Dr. Manuela Rottmann, ganz herzlichen Dank, liebe Staatssekretärin. Danke.